Herzlich willkommen zu BMW Today. Heute dreht sich alles um die 5. 5 Facts, die ich vom 5er weiß oder kenne. Er ist die wichtigste Baureihe neben dem 3er für BMW. Er ist der Business Athlete, er ist die perfekte Kombination für euch, für mich zwischen Fahrdynamik und Komfort. Er kommt aus Dingolfing in Bayern. Er ist seit 1972 im Markt, in der 7. Generation. Er ist der Begründer für die Nomenklatur bei BMW und er wurde über 9 Millionen Mal verkauft. Wer mehr Details vor allem zu unserem neuen 5er hier weiß, das ist der Emanuel Wager und den begrüße ich jetzt bei mir, Produktmanager für die 5er Baureihe. Hallo Emanuel. Servus Ede. Was macht der Product Manager den ganzen Tag? Du, als Product Manager versuchen wir in die Köpfe der Kunden zu schauen und das in Einklang zu bringen mit der Entwicklung und dem Design und dann die besten Produkte für unsere Kunden zu schaffen. Wir schauen, ob es dir gelungen ist. Deine 5 Highlights zu diesem Auto, was vor uns steht. Also Highlights, 5 natürlich, weil es auch der 5er ist. Definitiv das neue Design. Wir haben komplett überarbeitete Front und Heck. Dann das Thema Antriebsportfolio, da ist für jeden was dabei. Dann haben wir neue Technologien, Frontlichter und Rücklichter. Wir haben neue Fahrerassistenzsysteme und wir haben selbstverständlich auch, weil es die Business-Limousine ist, neue digitale Dienste. Das klingt spannend. Wir fangen sofort mal an mit dem Design, Emanuel, hier vorne. Was ist neu? Auf den ersten Blick sieht man schon die neue Niere. Die ist größer geworden, die ist nach unten gewachsen, auch ein bisschen in die Breite gegangen. Auch das Volumen, wenn man von der Seite drauf schaut, um 20% nochmal zugenommen. Und das Schönste ist dieser einteilige Nierenrahmen hier. Den gibt es jetzt auch in Schwarz mit der Extended Shadow Line für die besonders sportlichen Kunden. Würde ich nehmen. Ich würde auch diese Scheinwerfer nehmen. Die sehen sehr cool aus. Da steht BMW Laser drauf. Ganz genau. Man erkennt es an diesen blauen Anlegern auch. Das ist das neue BMW Laser Matrix Licht. Wirklich komplett neue Technologie. Leuchtet bis zu 650 Meter weit. Das ist sehr krass. Sieht auch hervorragend aus. Jetzt steht da drüben ja einmal der Touring von hinten. Ich glaube, wir machen da gleich mal weiter. Was gibt's Neues in der Heckansicht? In der Heckansicht, absolutes Highlight, sind die Heckleuchten. Die sind maximal dreidimensional. Und zwar, wenn du genau hinguckst, da fehlt das Glas, was normalerweise nochmal drüber ist. Das heißt, du kannst jetzt wirklich in das Licht reinfassen. Es sieht tatsächlich wirklich so aus, als ob der ganze Körper komplett leuchtet. Wenn ich ja so reinspitzel hier und vorher da drüben, Emanuel, dann sehe ich, im Interieur hat sich auch was verändert. Hier vorne sieht man schon riesiges Display. Was gibt es sonst noch Neues im Interieur? Genau, das Display ist auf 12,3 Zoll jetzt hochgegangen. 10,3 Zoll sind Standard. Ansonsten haben wir überarbeitetes Polsterangebot mit einem neuen Kunstlederpolster, Sensatec perforiert. Und wir haben ganz besondere Schmankerl. Wir haben aus dem M5 uns den M-Multifunktionssitz geliehen. Den ich persönlich liebe. Er nimmt mich jeden Tag in den Arm sozusagen, also mit dieser Verstellung von den Seiten. Genau, und so weiter. Im Kuschelmodus. Okay. Ja. Du hast vorher erzählt, Polster, Lacke und Räder, da gibt es auch wie viele Neuigkeiten jeweils? Gut, wir haben insgesamt 5 neue Farben. Eine davon siehst du hier auch auf dem Auto. Das ist für den 5er neu, Phytonic Blau. Ja. 5 neue Räder. Auch hier, was du siehst, das neue 20 Zoll M-Rad. Es gibt jetzt übrigens auch ein neues 20 Zoll Individual Aero-Rad mit extrem verbesserten CW-Werten. Nicht nur allgemein für ein Rad, aber noch besonderer natürlich auf der 20-Zoll-Position. Was für Neuigkeiten gibt es beim Thema Antriebstechnologie? Zum Ersten haben wir das komplette Motorenangebot 4- und 6-Zylinder bei BMW elektrifiziert. Das heißt, es gibt jetzt im Angebot mit 48-Volt-Technologie, das heißt nochmal 8 Kilowatt zusätzliche Power. Darüber hinaus, du siehst hier die Limousine und nun auch der Touring, beide unsere Positionierungsmodelle als Plug-in-Hybride. Und tatsächlich, das ist der erste BMW 5er Touring Plug-in-Hybrid. Den haben sicherlich schon einige sehr erwartet. Und den gibt es jetzt endlich ab November. Da hätte ich schon mal gleich Angst, dass die Batterie meinen halben Kofferraum frisst. Du, die Angst kann ich dir nehmen, weil wenn wir da beide mal zusammen reinschauen, da wirst du positiv überrascht sein. Das Ganze ist hier flach und natürlich voll funktional. Auch hier wieder mit Verstaumöglichkeiten für das Sicherheitsnetz. Und das Abdeckrollo. Klasse. Und ich habe vorher auf dem Kofferraumdeckel sogar die X-Drive-Bezeichnung erspähen können. Das heißt, da habe ich wahlweise sogar Heckantrieb und Allradantrieb. Richtig. Wir haben ja 5 neue Räder, wir haben 5 neue Farben. Also haben wir auch 5 neue Plug-in-Hybride im Angebot ab November. Und damit hat der BMW 5er die größte Bandbreite an Plug-in-Hybriden im Angebot im gesamten BMW-Portfolio. 30e Heck und Allrad mal 2 sind aber nur 4. Einer fehlt ja jetzt. Richtig.
Wir haben in der Limousine den 545 E-X-Drive. Das kombiniert den Sechszylinder aus dem 40i mit der E-Maschine mit 80 Kilowatt. Und das ergibt gemeinsam eine Leistung von nahezu 300 Kilowatt. Das ist in etwa so der Bereich eines M5 E39. Also fast 400 PS. Korrekt. Und trotzdem kann ich lautlos und geräuschlos fahren, wenn ich möchte, und wieder aufladen. Klasse. Du hast vorher erwähnt, auch im Bereich Fahrerassistenz gibt es Neuigkeiten. Kannst du das mal kurz zusammenfassen? Welche News da in den Fünfer einsteigen? Gut, der Fünfer, wie er vor uns steht, war ohnehin schon immer ein Pionier der Fahrerassistenz. Der bekommt jetzt die neueste Generation aller Fahrerassistenzsysteme und dazu auch noch einige neue Features, unter anderem für den deutschen Markt beispielsweise der Rettungsgassenassistent. Das heißt, wenn ich jetzt im Stau stehe und eine Rettungsgasse bilden muss, dann lenkt mich mein Fahrzeug automatisch dorthin an die Seite der Fahrbahn und ich muss da eigentlich nicht mehr viel machen. Eigentlich rundum alles erneuert. Design sieht gut aus, fahrdynamisch klasse, großes Motorenportfolio, sagst du, und dann noch moderne Antriebsquellen. Passt, oder? Fehlt noch was? Ja gut, ich meine, das ist jetzt eine Business-Limousine und Business-Kunden erwarten natürlich in ihrem Fahrzeug eine hervorragende Anbindung und Connectivity. Und das haben wir natürlich im Fünfer auch auf ein ganz neues Level gehoben. Okay, Digital Services. Welche Neuigkeiten haben wir denn da? Du, ich würde dir gerne wirklich dazu was erzählen, aber ich glaube, da sollte ich dich wahrscheinlich an die wahre Expertin weiterleiten, an die Tanja. Okay, dann heißt für dich jetzt zurück ans Schreibtisch. Ganz genau, ich muss los. Wir machen weiter bei Digital Services. Vielen Dank, Emanuel, für die Infos. Danke dir. Ciao. Ciao. Hallo Tanja. Hi Ede. Was machst du genau im Unternehmen? Ich bin für die Produktkommunikation und für die Vehicle-Launch-Kommunikation zuständig, für digitale Dienste und da unter anderem auch für diesen wunderschönen neuen Fünfer. Okay, dann gleich mal zur Sache. Was gibt's Neues an digitalen Diensten im Fünfer? Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren den Fünfer gelauncht und damals haben wir gesagt, das ist unser Digital Flagship, also das Ultimative, was wir an digitalen Diensten haben. Und jetzt mit dem Facelift haben wir wirklich alles nochmal auf ein komplett neues Level gehoben. Das klingt vielversprechend, dann zeigen wir doch mal was im Auto. Klar, gern. Ja, dann lassen wir uns doch gleich mal von unserem Intelligent Person Assistant begrüßen. Du siehst, wir haben jetzt hier ein komplett neues Design, ist viel schöner und neigt sich auch der Person zu, die redet. Also jetzt neigt sich es entsprechend zu mir und wenn du jetzt auf dem Beifahrersitz reden würdest, dann würde es sich zu dir wenden und das zeigt nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch, dass es den Fahrer oder Beifahrer erkannt hat und dass es dann natürlich auch die Funktion so ausführt, von je nachdem, welche Seite angesprochen wurde. Wenn du beispielsweise mal kalte Füße hast, dann würde das dann auch entsprechend nur bei dir im Fußraum wärmer werden. Kann der auch mehr? Der kann auch mehr. Wir sagen sowieso schon immer, es ist der perfekte Co-Driver, der perfekte Beifahrer und wird auch immer besser. Er kann jetzt noch mehr Fahrzeugfunktionen ausführen, beispielsweise die Sonnenschutzrollos oder die Fenster oder auch einen Fahrmodus einstellen. Sagen wir einfach mit dem Command, hey BMW, ich möchte gerne mit dem Sportmodus fahren und sofort wird dir direkt der Sportmodus eingestellt. Super Geschichte. Was gibt's jetzt noch Neues? Eine unserer wichtigsten Neuerungen, die wir jetzt haben, weil es ja auch für unsere Kunden eine sehr, sehr wichtige Funktion ist, ist unser Navigationssystem. Und das haben wir hier wirklich nochmal auf ein ganz neues Level gebracht. Wir haben jetzt eine Cloud-based Navigation. Okay, das heißt für mich als Kunde, es wird schneller oder genauer? Gute Frage. Cloud-based, das hört sich immer so fancy an, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Also Cloud-based bedeutet, dass die ganze Berechnung jetzt in der Cloud erfolgt. Also jetzt ist es gerade noch onboard und wenn es jetzt in die Cloud gehoben wird, das heißt, dass viel mehr Daten zum selben Zeitpunkt verarbeitet werden und die Daten, die du bekommst, auch in Echtzeit sind. Also ein Computer berechnet die Zielführung in meinem Auto und dadurch wird alles schneller und besser. Es wird in der Cloud berechnet, natürlich auch onboard, aber das, was es wirklich schneller macht, ist die Berechnung in der Cloud. Okay, cool. Das kann man brauchen. Wird dadurch Verkehrsinformation auch verbessert? Genau, diese erfolgen in wesentlich kürzeren Abständen. Deswegen wird es natürlich auch verbessert. Und wir haben jetzt auch eine großflächige Abdeckung auch der kleinen Straßen. Da haben wir natürlich dann auch nochmal einen viel, viel präziseren Estimated Time of Arrival.
Das ist ein Hit, das kann ich bestätigen, ja, als Fünferfahrer. Jetzt sehe ich hier oben schon Android. Bislang war ich ja als Apple-User im Vorteil mit Apple CarPlay und so weiter. Das heißt, ihr habt jetzt auch Android aufs Auto geschaltet. Genau, der Fünfer ist auch jetzt das erste Auto, das Android Auto bekommt. Natürlich wie gewohnt mit Apple CarPlay, auch ohne Kabel, kompletter Widescreen-Support. Wenn ich hier mal reinspringe, siehst du, hier wird wirklich die ganze Fläche ausgefüllt. Man kann Musik bedienen, Navigation bedienen, WhatsApp bedienen. Und was das super coole ist, dass du jetzt auch die Navigations-App nicht nur hier in dem Central Information Display einsehen kannst, sondern sogar erweitert im Instrument Cluster und sogar ins Head-Up Display. Okay, das heißt tatsächlich, ich kann Smartphone-Navigation jetzt im Fahrzeug vollständig integrieren. So ist es. Brauchst aber gar nicht mehr, weil deine BMW Maps so viel besser werden. Absolut. Ja. Haben wir noch was vergessen, wir zwei? Ja, auch in Richtung E-Mobility hat sich viel getan und wir haben viel Neues. Und ein gutes Beispiel dafür sind die E-Drive Zones. Die E-Drive Zones, das sind vordefinierte Umweltzonen im innerstädtischen Bereich. Und wenn du dort einfährst mit deinem Auto, dann ändert sich der Verbrennerbetrieb automatisch in den elektrischen Fahrbetrieb. Okay, das heißt, ich muss nichts tun. Ich fahre durch von Verbrenner auf Elektroantrieb und wenn ich raus war, wieder umgekehrt. Genau. Das klingt klasse. Ja, tut der Natur was Gutes und macht Spaß. Du hast vorher schon Stichwort gesagt mit den Smartphones. Mittlerweile hat man fast mal den Eindruck, dass sich die Welt schneller entwickelt wie die Autos. Handys bleiben ja immer auf dem aktuellen Stand. Habt ihr dafür auch eine Lösung? Selbstverständlich, wie es auch die Smartphones können und regelmäßig ein neues Software-Upgrade beziehen, können wir das jetzt natürlich auch in unseren Autos mit dem Remote-Software-Upgrade. Haben auch kürzlich eine der größten Kampagnen für uns, auch die größte mit über 500.000 Fahrzeugen, die wir in Europa erreicht haben und die jetzt die neue Software bekommen. Und das ist natürlich jetzt auch in dem Fünfer möglich. Und was auch das super coole ist, auch für die Fahrzeuge, die jetzt schon auf der Straße sind und das Remote Software Upgrade haben, die bekommen auch die ganzen Features, von denen ich gerade gesprochen habe. Super, Tanja. Klasse Information, auch zu vielen Details. An der Stelle schon mal vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei BMW Today. Der 5, der 5er also in allen Bereichen, Design, Effizient, Fahrdynamik, Digital Services und natürlich auch im Bereich Komfort wieder führen. Viel Spaß und ich hoffe, ihr seid bald mal wieder dabei bei BMW Today.